Ist doch super geworden, ja, ist recht voll. Wenn man sieht hier, die Leute sind zufrieden, die haben Spaß und setzen sich natürlich für unser Thema Frieden ein. Ja. Ist es nur das Thema Frieden, was die Leute hier bewegt? Naja, ich glaube, dass es nicht nur das Thema Frieden ist, sondern dass es auch viele Dinge sind, die auch momentan im Argen liegen, sage ich jetzt einfach mal. Ich glaube, viele Leute sprechen darüber, dass sie sich von den Medien auch ein bisschen verarscht fühlen, dass da Propaganda gemacht wird, einfach um zum Krieg aufzurufen und so weiter, um ihre eigenen Interessen zu vertreten. Und ich glaube, dass das auch Themen sind, die hier angesprochen werden. Es ergreifen ja doch einige das Mikrofon, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht, aber ich finde es super cool, dass die Leute jetzt hier wirklich die Möglichkeit und die Plattform haben, sich einfach mal auszudrücken und einfach mal was zu sagen, was sie so denken. Ich glaube, dass es auch immer wichtiger wird, die Leute zu Wort kommen zu lassen, weil sie sich halt einfach nicht mehr so fühlen, als wenn sie als Volk die Macht haben oder die Möglichkeit haben, zu regieren oder mitzuregieren. Wir wollen Frieden in dieser Welt, ein für alle Mal. Kein Krieg ist mein Krieg. Mein ist der Frieden, den ich allen Menschen wünsche. Ich lasse mich in keinen Wirtschaftsterror, in keine Propaganda hineinhetzen, denn ich bin in der Lage, die Wahrheit zu erkennen, dass die Menschen alle Frieden haben wollen. Liebe Ukrainer, liebe Russen, wir Deutschen, wir lieben euch und wir wollen Frieden mit euch. Ja, wir haben das schon so geplant, weil es bringt ja nichts, wenn wir jetzt nach einem Mal aufhören. Das soll schon etabliert werden und wir hoffen, dass natürlich das ganze Ding wächst und dass immer mehr kommen und immer mehr für dieses wichtige Thema Frieden einstehen, weil es geht uns alle was an. Dementsprechend haben wir es ja auch nicht Mahnwache oder Montagsdemo im eigentlichen Sinne genannt, sondern einfach Friedensparty, weil wir gesagt haben, es gibt schon genug, die immer anprangern und warum sollen wir nicht trotzdem auch ein bisschen Party mit dazu machen und einfach sagen, wir haben trotzdem auch Spaß dabei, den Frieden zu verbreiten. Dein Vater der Gedanken, lass nicht zu, dass deine Hoffnung schmilzt. Lerne die Natur zu lieben, sieh den Sonnenauf, den Sonnenuntergang. Lerne auch die du nicht magst zu lieben, weil der Hass, der du zerbrichst daran. Denn du bist dein Vater der Gedanken. Habt ihr vorher trotzdem ein bisschen Angst gehabt, dass es hier euch aus dem Ruder gerät, dass Leute kommen, die ein bisschen Stress verbreiten? Nö, eigentlich überhaupt nicht. Also muss man wirklich sagen, wir haben im Vorfeld mit der Polizei gesprochen, wir haben mit dem Ordnungsamt gesprochen. Ich selber bin ja auch hier mit involviert als Ordner und Sicherheitskraft mit verschiedenen Jungs von mir. Also ich glaube nicht, dass da, wie gesagt, irgendwas passiert oder wir haben auch im Vorfeld nicht damit gerechnet, dass das so weit kommen wird.